sondern schauen wir uns mal den Dow Jones an. Vor euch liegt der Monatschart. Beim DAX-Film hatte ich schon gesagt, die Amis haben natürlich auch diverse Probleme. Insbesondere das mit den Zinsen, ist es jetzt Peak oder nicht? Ich wiederhole es nochmal, ich glaube schon, dass die Zinsen nicht mehr erhöht werden. Ob das jetzt drei Zinssenkungen werden innerhalb dieses Jahres, das sei dahingestellt. Was ich allerdings nicht glaube, ist, dass sie das jetzt sehr schnell machen bis Ende März. Das ist meine Meinung. Dann natürlich, je weiter wir ins Jahr kommen, desto mehr spielt da die amerikanische Wahl eine Rolle. Hat er ja jetzt am letzten Wochen schon angefangen, wie sie sich gegenseitig gebissen haben. Also Herr Biden und Herr Trump. Da wird es mit Sicherheit die eine oder andere Überraschung noch geben. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, das ist der Monatschart und ich habe jetzt zwar zwei Trends gezogen. Ich persönlich schaue nur auf diesen schwarzen hier. Jetzt wird der eine oder andere fragen, wieso denn? Ja, man kann natürlich von hier unten, vom wirklichen Low hier rüberziehen, aber dann habe ich nur zwei Berührungspunkte, also vielmehr einmal, zweimal, dreimal. Bei der Art und Weise, wie ich ziehe, und das mache ich beim Tageschart auch und beim Wochenchart auch, ich gehe über die Eröffnungskurse. Ja, gerade beim Tageschart ist das sehr wichtig. Und dann habe ich nämlich hier 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, Anlegepunkte. Dieser Trend ist für mich wichtiger. Deswegen, das macht bitte jeder, wie er will. Ich mache das so, aber ich überlasse euch das. Das Interessante ist, dass auf Monatssicht, dass dieser Trend sich mit der 20-Monatslinie verbindet. So bei 33.680. Die wird natürlich auch dementsprechend steigen. Also nicht viel, weil wir haben hier eine Seitwärtsphase. Also sie wird dementsprechend steigen. Auf den ersten Blick sehen wir, wir sind am oberen Band, wir sind auf einem neuen All-Time-High gewesen. Und wir sind auch von der Technik her, guck mal hier unten auf den Oszillator, den mache ich hier mal raus, sind wir sehr, sehr hoch. Wir sind bei 97,36, das ist viel. Aber es ist immer noch positiv über den Trendfolger. Das ist völlig in Ordnung, man kann nicht meckern. Ein Verkaufssignal habe ich nicht, aber zumindest auf diese Sicht eine prägnante Unterstützung bei 33.700. Jetzt runde ich mal leicht. Und damit schauen wir jetzt mal auf die Woche. Die Bänder sind deutlicher aufgegangen aufgrund der Bewegung, die wir hatten. Jetzt muss ich wieder reinholen, das Fadenkreuz. Aufgrund der Bewegung, die wir hatten vom 23.10. sind die Bänder, sieht man, ganz deutlich aufgegangen. Jetzt ist es bereits so, dass das untere der Bewegung entgegengesetzte Band abflacht. Das ist für mich immer ein ganz gutes Signal, dass dann eine Korrektur kommt. Wie weit diese Korrektur geht, auch hier in diesem Fall habe ich die 20-Wochen-Linie bei 35.155. Die wird sich aber auch noch weiter nach oben bewegen. Das ist für mich auch am oberen Band. Diese Kerze ist auch wieder falsch. Das sagt erster, erster, aber es hat keinen nennenswerten Einfluss hier drauf. Wir werden vom Trendfolger insgesamt schon leicht negativ. Da fehlt mir noch eine Bestätigung in der nächsten Woche. Sollte die nächste Woche unverändert oder leicht negativ sein, wird es hier ein Verkaufssignal generieren. Wir gelten auch hier auf Wochensicht als heftigst überkauft. Aber das ist noch kein sinnvolles, gutes Signal, wie sowas hier zum Beispiel, ja, wo es dann auf einmal dann deutlich herunterging. Diese Kerze gilt als so eine Art Shooting Star. Ja, ich würde allerdings eher sagen, es ist ein Inverted Umbrella Doji, es ist keine gute Kerze. Das heißt, wir sind ans Band rangelaufen, wir haben das High gemacht, aber dann schließen wir schon wieder deutlich tiefer. Die Wochensicht gefällt mir so nicht. Hier muss ich also davon ausgehen, dass wir eine Korrektur machen bis so rund 20-Tage-Linie oder auf dieses Chartniveau bei 35.670. Jetzt schauen wir mal auf den Tag. Das ist jetzt der Tag hier und hier startete die Bewegung von 32.400 hoch bis fast zu 40.000. Ja, wir sind bei fast 38.000 gewesen. Also es ist schon für den Dow eine sehr ordentliche Bewegung. Hier gibt es eine Art Rounding Top. Das ist nicht besonders toll, aber wir bewegen uns schon bereits in der Nähe der 20-Tage-Linie bei 37.126. Von den Bändern hier ist es nicht so, dass das hier nennenswert aufgeht. Das kann man nicht behaupten. Ja. Aufgehen ist richtig. Ja, hier habe ich jetzt kurzfristig auch kein Beispiel. Das muss stärker aufgehen, prägnanter aufgehen. Das ist zu wenig, um da drauf zu schauen. Wir gelten über den Trendfolger bereits als negativ. Das ist dieser Seitwärtsphase hier geschuldet. Aber auch haben wir ein Verkaufssignal über die Stochastik. Also gehe ich davon aus, dass wir auf lange Sicht, monatsweise, schon sehr hoch sind. Auf Wochensicht genauso hoch. Und auf Tagessicht bekommen wir ein kleines Verkaufssignal. Mir reicht das noch nicht als Verkaufssignal, um hier Short zu gehen, muss ich ganz klar sagen.
Dafür ist Woche, Monat noch zu gut. Aber auch hier sehe ich jetzt nicht wirklich oder einen Grund, warum ich jetzt hier nennenswert long gehen sollte. Wer Short geht, der sollte das machen, auf jeden Fall mit einer Basis, die hier drüber liegt. Also sowas wie 38,4. Und das ist nämlich auch mein Problem beim Dow, das ist beim Nikkei genauso. Die Stopppunkte sind teilweise so weit weg, da reden wir hier von 1000 Punkten, das bin ich nicht bereit mitzumachen. Ich habe ganz gern so Stops am liebsten, beim DAX zum Beispiel 50, 60, 100 Punkte. Das finde ich noch akzeptabel. So 200, 300 Punkte, da zucke ich auch schon ein bisschen zurück. Aber beim Dow ist das aufgrund der Tatsache, dass er so viel höher steht, von den absoluten Punkten her, ist das für mich eine Geschichte, ich handle den nicht so gern. Da handle ich viel eher den Stand Poor. Aber auch natürlich den Nasdaq, weil der ist schneller. Stand Poor ist eigentlich ganz gut zu handeln. Da kommen wir aber auch noch hin. Also nochmal, auf lange Sicht ist der Dow sehr hoch, hechelt nach einer Pause. Aber die Verkaufssignale, die ich über kurze Sicht habe, sind vorhanden, allerdings nicht so prägnant, dass ich gleich davon ausgehe, dass wir hier auf eine 200-Tage-Linie gehen. Das hier, diese Linie, ist die eben bereits angesprochene erste Unterstützung. Da hatten wir mal so ein Zwischenhoch, dann haben wir einen kleinen Downtrend gemacht. Bis dahin kann er fallen, dann wäre das so eine Art Back-to-Breakout. Man sieht genau, wie schnell der hier, als er das erreicht hat, wie schnell der drüber ging. In den Seminaren, die ich früher mal gehalten habe oder bei Einzelschülern, sage ich immer, wenn sowas Neues hier entsteht, verbietet sich ein Short. Ob ihr long geht, ist eure Geschichte. Also wenn ich raushalte, ist eure Geschichte. Aber Short ist verboten. Ganz klare Ansage. Mir reichen die Signale hier momentan nicht, um hier eine kurzfristige Entscheidung zu treffen. Auf lange Sicht, 3 Monate, denke ich, wir sind hier in der Nähe des Hochpunkts und er müsste eher erstmal wieder ein bisschen korrigieren. So möchte ich das formuliert wissen.